Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Footist-Video. Yay! Zuerst mal, nicht wundern, ich war gerade duschen, deswegen sind meine Haare nass. Aber ich wollte jetzt unbedingt die neuen veganen Proteinriegel aus Lidl testen. Da gibt es einmal Chocolate Brownie, Cookies and Cream, Cookies and Cream und Peanut Crisp. Und ich würde sagen, ich fange an mit Cookies and Cream, weil es eins der Basics ist an Geschmäckern und Ende mit Peanut Crisp. Kalorienmäßig hat ein Riegel um die 140 und um die 10,5 Gramm Protein. Okay. Oh, der Nachgeschmack ist gut. Also ich mag ihn. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einige gibt, die ihn nicht mögen. Aber sehr trocken. Sehr trocken. Richtiger Proteinriegel. Dieses, was man, wenn man sich vorstellt, Proteinriegel, dieses Gefühl. Also wirklich super trocken. Also richtig, richtig trocken. Und ich finde den Nachgeschmack irgendwie voll cool. Oh! Schmeckt ein bisschen wie Backaroma in diesen Fläschchen. Hat einen leichten Aromatik. Also, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es tatsächlich echt lecker und würde dem tatsächlich eine 8 geben. Oder ich sage immer eine 7,5. Also ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass den einige nicht mögen. Deswegen muss man da, glaube ich, wirklich selber testen. Auf jeden Fall, der bekommt eine 7,5. Weiter geht's. Brownie. Schmeckt ähnlich. Aber ist nicht ganz so trocken. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass die Riegel irgendwie immer trockener sind. Ich weiß auch nicht wieso. Aber schmeckt schön schokoladig. Aber ich bin ja normalerweise kein Schokoladenfan, deswegen bekommt der nur eine 6,5. Also den muss ich mir nicht nochmal holen, einfach weil er mir zu langweilig pur nach Schokolade schmeckt und ich auch Schokolade nicht pur esse. Aber ist nicht ganz so trocken wie der Cookies. Und wer Schokolade mag, kann den ja gerne mal testen. Also dafür, dass der vegan ist, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall gut. Schokolade ist noch nicht mein Favorit. Und der, worauf ich mich jetzt am meisten freue, Peanut Crisp. Boah, ich hoffe, der schmeckt natürlich nach Erdnuss und nicht künstlich. Riecht vielversprechend. Das erinnert mich extrem an McDonald's. Ich weiß nicht, wieso mich das gerade an Burger erinnert. Das erinnert mich so krass an Burger. Ich weiß aber nicht, wieso. Also es schmeckt schon irgendwo nach Erdnuss. Ich komme gerade nicht drauf, wieso mich das gerade an McDonald's oder an Burger King erinnert. Kann ich jetzt nicht sagen. Und ich will auch gar nicht wissen, woran das liegt. Habe ich ihm beim Erfolg versprochen. Ist auch nicht wirklich crisp. Also, nee. Nee, irgendwie nicht. Auf jeden Fall kein natürlicher, purer Erdnussgeschmack. Aber auch am wenigsten trocken wieder. Der Cookies and Cream tatsächlich ein bisschen trocken. Da definitiv was dazu trinken. Zumindest ich. Aber war am leckersten. Der bekommt von mir tatsächlich eine 5. Kann man machen. Ist jetzt nicht schlecht. Aber brauche ich nicht normal. Also habe ich mir mehr von versprochen. Aber also da, wie gesagt, das sind vegane Riegel. Und ich habe jetzt noch nicht so viele vegane Riegel getestet. Ich muss sagen, da kommt der auf jeden Fall gut ran. So wie es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt der da wirklich gut ran. Und sehr viel billiger. Deswegen werde ich mir den bestimmt auch mal holen für ein paar vegane Tage. Also wenn ich mal wieder so Food of the Day vegan mache oder sogar Wochen, dann kann man sehr guten Gewissens zu denen zurückgreifen. Aber ansonsten habe ich ja meine Favorites. Ja, also an sich positiv überrascht. Ich dachte echt, dass das eventuell ekelhaft wird. Ich hatte schon befürchtet, dass es wirklich nicht lecker wird. Aber kann ich guten Gewissens weiterempfehlen. Und dann war es auch schon mit dem Video. Ich zeige euch die Regel jetzt auch von Namen. Aber ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar und einen Daumen nach oben da lasst. Auch über ein Abo würde ich mich extrem freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.